Ja, hallo, Mahlzeit und wunderschönen guten Abend, liebe Steaming-Gemeinde, liebe D-Live-Nutzer. Ich habe heute für euch ein kleines lustiges Tutorial, in dem ich euch zeigen möchte, wie ihr diese etwas, ja, etwas suboptimale D-Live-eigene Chatbox umgehen könnt, indem ihr im Prinzip einen Discord-Channel über ein Overlay in euren D-Live-Stream live einbindet, und das ähnlich wie ihr das vielleicht von Twitch kennt, ja, im Prinzip auf dem Weg viel, viel direkter und vor allen Dingen nahezu in Echtzeit mit euren Zuschauern kommunizieren könnt. Ein großer positiver Nebeneffekt ist, dass der Discord-Chat keinerlei Bandbreite verbraucht im Gegensatz zu der Chatbox auf DLive. Also jedes geschriebene Wort, was dort im Prinzip abgesendet wird, ist eine Aktion auf der Blockchain, also auf der Steemit-Blockchain, und verbraucht entsprechend Bandbreite. Nicht viel, aber für kleine Nutzer, die oft Bandbreitenprobleme haben, ist das halt ein zusätzliches Manko. Und von daher finde ich die Steemit-eigene D-Live-Chatbox ja nicht so teuer bis jetzt. Vielleicht wird noch was dran gemacht, mal schauen in Zukunft. Die Plattform ist ja noch nicht so alt. Ja, bis dahin behelfen wir uns einfach selber, indem wir, wie gesagt, einen Discord-Channel unserer Wahl über ein Overlay in den Stream einbinden. Und ich zeige euch jetzt einfach, wie das geht, was wir dafür brauchen. Und ja, wenn ihr euch Spaß oder Fragen, Wünsche habt, einfach anschreiben oder in dem verlinkten DACH, in der deutschen Community, in dem eigenen Discord-Server einfach nachhaken und Fragen stellen dazu. Genau, ich mache mal mein lustiges Gesicht weg, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Genau, und ja, hier seht ihr im Prinzip auch den, wie die ganze Geschichte nachher aussieht und dass auch alle komplettes Streambild ist. Und auch das mache ich jetzt mal weg. Ich zeige euch dann, wie das geht. Das ist jetzt euer leerer Bildschirm. In eurem Fall läuft ein Spiel oder es wird was gemalt oder wie auch immer. Und ihr wollt jetzt hier einen Discord-Channel einblenden. Und ich zeige euch, wie das geht. Und zwar fangen wir an. Ihr braucht als erstes OBS, falls ihr das nicht benutzt. Das funktioniert mit OBS Studio. Es muss die aktuellste Version sein. Die könnt ihr euch runterladen. Und zwar unter obsproject.com/download. OBS Studio runterladen, wer es noch nicht hat. Grandiose Open Source Podcast Software, die wunderbar funktioniert. Alternativ dazu könnt ihr auch XSplit benutzen. Benutze ich aber nicht, möchte ich hier also auch nicht näher drauf eingehen. Genau, wenn ihr das runtergeladen habt, dann geht ihr als nächstes hierher. Und zwar ist das www.streamkit.discordapp.com/overlay. Ich tue das Ganze auch nochmal verlinken, beziehungsweise findet man es auch easy peasy im Google. Einfach Discord Overlay Streamkit eingeben oder Stream Overlay Discord, und das ist einer der ersten Treffer-Anzeigen oder die oberste. Wie gesagt, ich verlinke es auf jeden Fall in der Beschreibung. So, wir sind hier, wir haben das OBS offen und ihr habt dort mal eure Bildschirmaufnahme eingerichtet, eure Audioaufnahme und so weiter und so fort. Quasi alles wie immer, und ihr geht dann anschließend auf streamkit.discordapp.com, Install for OBS, und jetzt habt ihr hier die Option, drei verschiedene Widgets einzubinden in euren Chat. Und wir entscheiden uns in dem Fall für das Chat-Widget, gehen dann auf unseren Server. In dem Fall ist bei mir die Vorauswahl schon drin. Ich habe quasi drei aktive Server bei Discord. Ganz wichtig ist, die Discord muss als App installiert sein auf dem Rechner, also als Software installiert. Das funktioniert nicht, ich betone das, nicht über den Webbrowser Discord. Es muss definitiv die Discord-App muss installiert sein auf dem Rechner. So, wie gesagt, einfach auswählen den Text-Channel, den man haben möchte. In dem Fall ist das Steemit, die Deutsch-Österreich-Schweizer Community. Und zu Testzwecken tun wir hier den Channel Deutschbot, weil da nicht so viel los ist, einfach benutzen. Er wird euch, wenn ihr euch hier das erste Mal anmeldet, fragen, ob er im Prinzip auf eure Discord-App zugreifen darf. Wird euch nach eurem Passwort und nach eurem Zugang fragen, damit er auf die Discord-App zugreifen darf, kann. Und das kommt bei mir jetzt nicht, weil ich das alles noch im Cache drin habe, und bei euch wird das definitiv noch kommen, müsst ihr ihm erlauben, und ja, dann geht das weiter.
So, als nächstes kommen solche lustigen Sachen wie Fade-Out-Chat. Damit könnt ihr im Prinzip einstellen, nach wie vielen Sekunden der Chat automatisch verschwindet. Zum Beispiel nach 11 Sekunden würde dann im Prinzip dieses Fenster hier einfach verschwinden. Ich möchte das nicht, ich möchte den Chat die ganze Zeit eingeblendet haben. Werde ihn dafür dann transparenter gestalten, das mache ich mal da unten. Genau, Sachen wie Text-Color, Text-Size sind relativ klar. Dort könnt ihr die Textgröße und ja, ich mache nochmal kurz Replay, damit ich hier. Quatsch. So, genau. Damit ich hier die Vorschau wieder habe, die ist weggegangen, weil ich jetzt den Fade-Out-Chat benutzt habe, dann aktualisiert er die Vorschau nicht mehr. Deswegen habe ich nochmal fix neu geladen. So, genau. Und jetzt können wir weitermachen. Wir können im Prinzip die Textgröße editieren und so weiter und so fort, so dass es halbwegs schön sichtbar ist und nicht zu groß, nicht zu klein. Irgendwas zwischen 14 und 17 ist wahrscheinlich ganz passend. Genau, Sachen wie Text Outline Color und so weiter und so fort mache ich nicht, denn damit könnt ihr hier noch diverse Customize Features nutzen, die das Overlay so mit sich bringt. Sinnhaftigkeit oder nicht, kann jeder für sich selbst entscheiden. Sachen wie Schatten und so weiter und so fort möchte ich auch nicht. Opacity ist ganz interessant, damit stellt im Prinzip die Transparenz ein. Das macht in vielerlei Hinsicht sehr viel Sinn, wenn ihr zum Beispiel einen sehr hellen Stream streamt, beispielsweise von einem Bild, was in Echtzeit gemalt wird, was also überwiegend hell ist und weiß, dann würde ich die Transparenz quasi auf Null nehmen, so dass der Text, also der Chat, die ganze Zeit auf einem gut lesbaren Hintergrund dargestellt wird. Innerhalb des Spiels ist es vielleicht etwas störend für die Zuschauer, wenn dort ein Textfenster so undurchsichtig ist. Entsprechend würde ich dort dann die Transparenz anpassen. Das könnt ihr nach eurem eigenen Empfinden und Belieben einstellen. Genau, Shadow Color, Shadow Size, wie gesagt, brauche ich nicht, lassen wir so. Nachdem ihr hier alles eingestellt habt, unter Chat Widget die ganzen Sachen, hauptsächlich Textgröße, bla bla bla, die Transparenz noch wichtig, tut ihr diese URL kopieren und merkt euch bitte hier unten unbedingt Höhe und Breite des Chatfensters, was euch hier ausgegeben wird. 580x215 Pixel in dem Fall. So, ich tue jetzt, da wir jetzt einmal hier sind, einmal fix auf den zweiten Monitor switchen, wo bereits das OBS läuft und gerade aufnimmt, nur für euch. Und da sind wir auch schon. Das Ganze sieht natürlich jetzt etwas komisch aus. Das ist im Prinzip das OBS, was sich gerade selber filmt. Hallihallo. Und hier wollen wir jetzt die URL einfügen, sodass jetzt Overlay im Stream dargestellt wird. Dafür gehen wir hier auf Quelle, Quelle hinzufügen, auf das kleine lustige Plus und wählen hier aus Browser Source. Die Browser Source können wir noch lustig benennen. Wahrscheinlich wird man sie Discord nennen oder ähnlich, Entschuldigung. Und Lookify nehmen wir raus. Das nehme ich mal kurz beiseite, damit ihr zugucken könnt. Genau, Lookify nehmen wir raus. Die URL fügt ihr hier ein, die ihr kopiert gehabt habt. Und ihr tragt hier Höhe, Breite, also Breite, Höhe ein. Jetzt muss ich noch mal kurz schummeln. Wir haben gesagt, dass wir 580x215 brauchen. Haben wir schnell geguckt. Also 580x215 FPS 30 ist klar, obwohl das beim Chat relativ wenig eine Rolle spielt. Und klicken auf OK. Und tada, da ist unser Chat als Overlay. So, ihr seht hier unten die Bildschirmaufnahme. Hier ist aktiv. Und ihr könnt die ganze Geschichte jetzt im Prinzip innerhalb eures OBS hin und her schieben, so wie ihr das gewohnt seid. Von Webcam-Aufnahmen und so weiter und so fort. Apropos, die können wir gerne wieder einblenden. Hehehe. Und ja, so sieht das aus. Und jetzt müsst ihr euch im Prinzip bloß noch einen passenden Ort überlegen, wo ihr hinschiebt. Ich switch gerne mal wieder auf meinen zweiten bzw. ersten Monitor. Und zwar, ach Quatsch, das ist natürlich albern. Wir wollen hierher auf die erste Anzeige. Schwuppdiwupp. Genau, und jetzt seht ihr im Prinzip, dass wir hier den Channel haben, den Webchannel. Und ja, das ist alles schick. Und hier oben wird im Prinzip angezeigt bei euch hier, was gerade im Discord
unter Deutschbot läuft. Und da können wir zum Beispiel mal reinschreiben, Hallo Welt, 1:1 live, und direkt erscheint sie oben in eurem Stream. Und ihr könnt so unheimlich schnell und kostenlos, weil es keine Bandbreite verbraucht, mit euren Zuschauern kommunizieren. Und ja, genau. Ihr könnt den Stream natürlich noch anpassen, ihr könnt den größer oder kleiner ziehen. Wichtig ist, dass ihr die vorgegebenen Maße, die euch das Overlay gibt, also die 580x215 waren es, glaube ich, dass ihr die ungefähr einhaltet, weil wenn längere Texte dargestellt werden, schneidet es die ansonsten in der Hälfte ab, quasi hier so ungefähr. Meinetwegen, wenn ihr euch denkt, okay, ich möchte das gerne schmaler gestalten oder höher, dafür nicht so breit gezogen, das funktioniert nicht. Also ihr müsst euch irgendwie einen Platz in eurem Stream aussuchen, wo das Ganze gut hinpasst, und dann eventuell mit Transparenz arbeiten, um die ganze Sache nicht so störend wirken zu lassen. Aber ich denke, das kriegt er hin. Genau, ja, und das war's im Prinzip schon. Es funktioniert wunderbar. In meinem Fall können wir es zum Beispiel so hinmachen. Gut, daneben mich oder über mich oder wie auch immer. So, hey, hey, hey. Und ihr könnt ja hier drüben im Prinzip auch einen Hauptstream machen. Könnt die ganzen Geschichten natürlich auch bedeutend kleiner machen. Und so, dass es kaum noch lesbar wird, zum Beispiel so, um einfach mehr vom Stream darzustellen. Und ja, ich denke, das war verständlich. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann euch den DRCH-Discord-Server nur empfehlen. Das ist eine unheimlich tolle Community, wo viel geholfen wird. Und ja, join in, sagt man das so, ein Traum. Gut. Ich wünsche euch was, habt einen schönen Abend, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, fragt, und ich hoffe, es hat euch geholfen, und die ganzen D-Live-Nutzer sind um ein gutes Feature reicher. Bis dahin, ich wünsche euch was, haut rein, euer Benny.